Liebe Leute, hallo und willkommen zurück zu Green Hell. Da sind wir wieder. Wir springen direkt rein, quatschen gar nicht lang und schauen mal, dass wir hier erstmal ein bisschen Holz nachlegen. Ja, kleiner Stock bringt jetzt nicht so viel. Achso, mir ist Urkunde überbracht worden. Mit der Alt-Taste kann man wohl ganze Stacks... Oh Mann, ganze Stacks moven, wie man sagt. Maximum nehmen. Aber nur nehmen. Nicht essen. Hineinstecken. Was? Getrocknet. So, da können wir ein Dings reinhauen. Trocknet übrigens nur, wenn es nicht regnet. Das heißt, hier muss ich das auch noch überdecken, aber so lange kann das da ja bleiben. Das hat ja keine negativen Auswirkungen, wenn es erstmal nass ist, sondern es darf nur nicht die ganze Zeit regnen. So, dann schauen wir mal eben. Ich würde sagen, wir machen jetzt ganz in Ruhe. Also wie gesagt, heute bauen wir ein bisschen. Wer also hier große Dschungel-Action sehen möchte, der darf das gerne überspringen und zur nächsten Folge springen, die es noch nicht gibt. Oder vielleicht, je nachdem, wann ihr das gerade schaut. Und jetzt sammeln wir erstmal ein bisschen. Genau, hier haben wir noch die Dinger. Wir bauen noch ein paar Regale und Lagermöglichkeiten. Hier liegen auch noch ein paar Blätter rum. Ich will nochmal eben schauen, was hier jetzt so in unmittelbarer Umgebung verfügbar ist. Okay. So, dann schauen wir mal eben. Also, in erster Linie würde ich fast sagen, wir warten, bis der Regen aufgehört hat und dann basteln wir hier oben so ein schönes Lehmdach. Hier haben wir bereits drei von den Dingern. Haben wir gerade ein bisschen Asche dabei, jede Menge sogar. Dann bereiten wir das schon mal vor, würde ich sagen. Jedes Mal vergesse ich es. So, was kommt da links? Lehm nehmen. Ich werde dir das Lehm nehmen. Zack. Was? Oh, das klappt sogar mit Regen. Ja, fantastisch. Das ist gut zu wissen, denn dann kann man ein bisschen Zeit sparen oder zumindest ein bisschen Aufwand sparen. Wenn man weiß, es regnet, kann man die vorbereiten, einlagern und dann hat man immer welche da. Sehr schön. In der Weihnachtsbäckerei. Komm, heb mal auf. Wir schauen mal, wie viele da reinpassen in dieses Lager. Acht insgesamt, also noch vier. Wie viele haben wir denn gemacht? Sind das fünf oder sechs? Das sind sechs insgesamt. Ja gut. Verbrauchen wir ja auch gleich, ist also nicht weiter schlimm. Das heißt, das hauen wir da jetzt erstmal rauf. Dann haben wir welche. Wollen wir uns mal kurz ein bisschen aufwärmen. Was sagt denn... ja, das können wir sogar einfach mal so trinken. So. Können wir nicht nehmen. Können wir das... Warte mal. Ja, wir brauchen definitiv noch eine Kiste. Noch mehr Asche, ist ja unglaublich. Okay, wenn ich das jetzt einfach abreiße, dann erlischt das Feuer. Wie spät haben wir es denn? Ja, ah doch, wir machen das schnell. So, wie können wir den Käse denn hier abbauen? Nein, 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 nein. Nur das. Nee, nee, nee. Warte mal, ist das der richtige Weg, das so zu machen? Wenn nicht, falle ich halt nochmal durch. Das ist nicht so schlimm. Ach, das war's schon, oder wie? Ja, warte mal, das ist natürlich nicht ideal. Ah, doch, doch. So, jetzt passt es. Sehr gut.
Das droppen wir. Nimm das da mal weg. Okay. So soll es mir recht sein. So, wir schauen rein. Wir wollen das hier haben. Dahin. Und jetzt holen wir die Dinger hier vorne. So, dann haben wir da nämlich eine weitere Plattform, um drauf bauen zu können. Denn ich schätze mal, das Feuer nehme ich dann auch mit nach oben. Ich glaube, hier unten mache ich dann nur Lager quasi. Und oben haue ich dann Feuerbett und vielleicht die Kochstelle mit hin. Und dann passt das. So, jetzt nehmen wir noch ein paar aus den Dingern raus, aus dem Lager. Wie viel fehlen denn noch? 3, ne? Kann ich davon mehr als einen mitnehmen? Nee. Zack, bitteschön. Wundervollo. Und das Ding ebenfalls. Na, wenn das nichts ist, Leute. So, jetzt bauen wir so einen Blatthalter. Halterblätter. Ja. So, was will er haben? 3 lange Stock. 1, 2. 1, 2. Genau, wenn wir das erstmal alles... Nee, das glaube ich nicht. Jetzt mal alles soweit haben. Dann kann man einmal regelmäßig so eine schöne Tour machen, alles auffüllen und dann hat man alles parat. So, und es stand im Raum, dass man wohl... Nee, kann man leider nicht weghauen. Leider, leider nicht. Weil ich hier gesagt habe, ich hätte gern Rasenmäher, damit das hier so ein bisschen ordentlicher ist. Gegenstand. Oh, jetzt wird es aber recht schnell dunkel hier. Aber wir haben viele Blätter hier rumzuliegen. Blatt Hitman Hard. Hier, guck mal. 18. Na gut. Besser als nichts. Soll jetzt erstmal nur ein bisschen ordentlich sein. Sehr schön. So, da haben wir jetzt 12 drin. Das passt ganz gut. So, jetzt können wir erstmal vielleicht ein Feuer machen. Zeig mal her. Wir haben trockenes Blatt da. Wir haben einen Handbohrer dabei. Und das. Glued Erfordelage. Hier haben wir das. Was denn jetzt? Ach, warte mal. Ist da noch... Okay, das kenne ich so auch noch nicht. Ach, da ist noch so ein Rest quasi. Na gut, schauen wir mal. Wenn das dem Spiel reicht. Feuer machen plus 1. Das bedeutet, ich skille das und werde dann damit immer besser, nehme ich mal an. Ach, warte mal, kann ich jetzt? Tatsächlich. Alt gedrückt halten und dann nimmt er alles. Ja, das spart auf jeden Fall Zeit. Danke für den Hinweis. Stachelrauch und Stachel, den habe ich gestern nach Beenden der Folge noch erledigt. Was ich damit machen kann. Nur zerstören. Okay, cool. Komm, wir essen das mal. Das ist getrocknet. Geistige Gesundheit, sehr schön. 12 Stunden, das können wir auch mal eben essen. Können wir das noch sammeln? Leer. Und unsicheres Wasser? Das geht so nicht. Okay, dann verschütte ich das mal. Wie viel
viel haben wir? 25. 35. Jetzt sind wir bei 40. Okay. Trinken, trinken, trinken. Sehr schön. Gekocht, das nehmen wir gern. Ein Tag 23 Stunden, ein Tag 18 Stunden. Krass, okay. Aber es sieht soweit ganz gut aus. Ein paar Kohlenhydrate, aber ist jetzt nicht weiter schlimm. Energiemäßig ist auch alles cool. Ich würde aber sagen, wir hauen uns hin. Warte mal, kann ich Bananenblätter und Palmblätter da mischen auf dem Ding? Oder verstehen die sich nicht so gut? Oh doch, ah, fantastisch. Ja, sehr gut. Besser als gedacht. So. Wir haben ein bisschen was, wir hauen uns hin. Dann haben wir ein bisschen Tageslicht und ihr könnt auch was sehen. Ich sehe schon nicht so super viel hier. Ich denke fast... Na, mach mal so. Das ist okay. Das ist okay, das passt. Das essen wir einen Tag 17, einen Tag 12. Zerstören. Okay. Sehr gut. So. Nee, warte mal, gib mir mal. Doch, wir haben das hier. Das gibt wohl irgendwie einen Trick, wie man... Ach nee, warte mal, das ging ja auch. Können wir schon mal da hinhauen. Dann können wir das andere Ding nehmen, denn das Wasser kocht ja dann ab. Sauber leer. Zwei Parasiten. Cool. Und jetzt hauen wir das hier rein. Das kocht ab. In der Zeit holen wir uns... Wir haben keinen Knochen mehr, oder habe ich die hier gelassen? Ach nee, wir haben da die Kiste. Ich vergaß. Die haben wir hier drüben. Schnappen wir uns einen Knochen. Und dann bereiten wir eben noch eine Knochensuppe vor. Zack. Sehr schön. Okay. Gefällt mir, finde ich gut. So, das hätten wir. So, jetzt sehen wir mal zu, ob das alles soweit passt, wie ich mir das vorstelle. Der Rahmen tatsächlich, den können wir da und auch da schon direkt raufstellen, doch da würden wir durchfallen. Das machen wir mal gerade so. Hm, da könnte die Schwierigkeit bestehen. Jetzt schauen wir mal eben Holzscheit, da müssen wir ein bisschen was fällen. Mal alles auf, was wir hier gebrauchen können. Hau ab! So. Vier davon. Vielleicht kann ich das von hier unten noch machen, aber wenn ich dann natürlich höher baue, wird es irgendwann schwierig. Muss man eben schauen. Ne, das geht schon nicht von hier. Na gut. Eine Banane aus meinem eigenen Garten. Sehr schön. Komm. Ja, sehr schön.
War es das an der Stelle? Ja. Es regnet echt verdammt viel. Mir ist aufgefallen, die gesamte letzte Folge hat es geregnet. Haha, tatsächlich. Easy. Das haben wir. Wieso ist denn da kein Pfeil mehr drin? Irgendwas hat das ausgelöst und ich habe es nicht mitbekommen. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Ich weiß nicht, ob auch so Feinde, die spawnen, kann natürlich sein, wenn das zu lange dauert, dass ich das gar nicht erst sehe. Dass die dann einfach verschwinden quasi. Modo. Aber wenn das wirklich dafür sorgt, dass ich ein bisschen besser geschützt bin hier. Wobei bisher war es sehr harmlos hier. Also es kam der eine Typ da oben, der ist aber auch wieder gegangen. Schafft er das hier? Ja. So. Na, warte mal, ich glaube, das ist kein langer Stock. Hier hätten wir noch lange. Da vorne liegen auch noch zwei. Aber wir brauchen eh viel. Stupid piece of shit. Bitte? Was ist denn? Das verschwindet jetzt, okay. Okay, dann sehen wir mal zu, dass wir eine Axt herstellen. Haben wir nicht schon Obsidian gehabt? Nee, ne, das ist alles Kohle. Stein, Stein. Zack. Herstellen. Seil, schwache Fackel. Zwei? Ja. Okay. Das war Absicht. Okay. Schade, die Machete ist durch, aber vielleicht finden wir noch mal eine. Fall mal nach da. Ich will nicht, dass du die Falle auslöst. So nämlich. Zack. Zack. Zwei weitere müssten hier vorne jetzt noch liegen eigentlich. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig, das dann wiederzufinden, wenn man nicht genau weiß. Ah, hier eins und zwei. Wie gut. Sehr schön, so. Dann gucken wir mal eben wandmäßig. Ganz normale Wand, kleine Wand. Wand mit Fenster. Macht vielleicht mehr Sinn, erstmal eine Decke über dem Kopf zu haben, oder? Würde ich sagen. Dann beginnen wir damit. Denn die sind ja wirklich recht easy herzustellen. Warte mal, nee, da bin ich nicht zu nah, glaube ich. Das passt. Leben nehmen. Dafür ist dieser Standort hier wirklich so super praktisch, ne? Dass man direkt am Wasser ist, hier bauen kann und so. Ich habe einen Kommentar gelesen, dass die Bambusecke da wohl besser ist, weil es bessere Material ist und so, aber jetzt fange ich erstmal hier an, dann schauen wir, wie das mit dem Schlitten passt und ob ich das überhaupt im Bambus haben will und so. Also, mal schauen.
benutzen. Kann ich sie nicht da hochwerfen? Es gibt noch diesen Aufzug. Ich denke, das wird dann erst relevant, wenn man hier schon die 100. Etage baut. Warte mal, tut er sich weh, wenn er hier runterfällt? Nö. Das geht, oder? Oh Gott. Ist das ekelhaft. Dass der auf Dauer dann irgendeinen Schaden davon trägt, wenn man immer wieder sich fallen lässt. So ein verstauchter Knöchel oder sowas. So, dann haben wir da oben schon mal die Ecke, in der wir schlafen können. Dann bauen wir gleich das Bett. Und von da können wir ja dann ganz in Ruhe bauen. Ging mir jetzt erstmal darum, was Stabiles zu haben, womit ich dann meine Schlafunterkunft irgendwie hier vorbereiten kann. Es fehlen noch drei. Wir haben noch welche auf Lager. Das passt dann soweit. So. War da jetzt noch eins drin? Ja. Eins Ziegelstein, meine ich. Frage aller Fragen. Ah, nee, das ist zu weit weg. Schade. So, komm, hau rauf hier. Zack. Ah, super. Oh, ist das gemütlich. Sehr schön. Leute, jetzt bauen wir eine Wand mit einem Fenster natürlich. Gerade mal überlegen, da wir das alles als eine große Fläche haben werden, macht das so mehr Sinn. Dreimal langer Stock. Top-Animation. Euch brauche ich. Oh, das ging schnell. Zeig mal her. Ein weiterer. Dann muss ich gleich dringend speichern. Denn ich sehe schon, bei meinem Glück kommt jetzt gleich einer um die Ecke und schlägt mir den Kopf ab. Ich kann nicht so genau einschätzen, wie stark die sind im Spiel. Ich kann mich nicht erinnern, ob die super schwer waren oder so. Kann natürlich auch sein, dass das im Story-Modus so ein bisschen abgeschwächt war. Weil die natürlich wollen, dass du so ein bisschen vorankommst und so. Keine Ahnung. So, was will er denn haben? Ist alles Lehm hier, oder was? Es regnet immer noch. Das nutzen wir natürlich. Denn das erleichtert uns das Leben enorm. Bestimmt schon ein paar Sachen abgelaufen. Mist. Das essen wir, das ist getrocknet, das essen wir und das ebenfalls. Die Nüsse, die ablaufen, 20 Stunden und hier haben wir noch einen Tag. Das sieht soweit ganz gut aus. Wir können uns gleich noch eine Banane schnappen. Lehm nehmen. Super. Hallo, morgen. Die Dinger, Apfelschnecke. Mal schauen, wann es wieder mal aufhört zu regnen. Gehe immer so die Folgen so kurz, springe ich so durch, hat es die ganze Zeit geregnet. Vom Sound her die ganze Zeit dieses Grundrauschen. Ah, jetzt nicht schlimm, aber... Und aktuell nutzt mir der Regen ja auch sehr. Will mich also nicht beschweren. Zeig mal her, schafft er das?
Mist. Ach, das ist eins. Ja gut, das geht ja. Das geht ja klar. Zack. Da brauchen wir drei weitere, okay. Ja, vielleicht können wir tatsächlich so hoch bauen, dass das da unser Balkon sein kann. Ja, gestern kam im Tarkov-Livestream die Frage, ey, ich habe mir jetzt Green Hell auch geholt, sollte ich zuerst mit der Story beginnen oder was ist da empfehlenswert? Also ich weiß, dass die Story nicht verkehrt war, dass das alles so ein bisschen wirr war und zum Ende hin ja auch durchaus berechtigt. Aber ob man die Story jetzt unbedingt gespielt haben muss, weiß ich nicht. Schaut mal hier. Schon sagen, dass wir auf allen Seiten Fenster machen, oder? Ich denke fast, das macht am meisten Sinn. Denn wenn da sonst wieder irgendwelche Typen kommen, dann könnte es schon schwierig werden. Das Ding müssen wir noch abreißen, da können wir mal... Ah! Dann hätte ich ganz gerne den Überblick. Ansonsten hat das, glaube ich, keine Auswirkung auf irgendwas, wenn ich da eine Fensteröffnung habe. Was war das denn? Oh Mann, ey. Zeig mal her. War das jetzt... Was haben wir denn? Haben wir nicht noch einen Ascheverband? Hier, zack. Dann entzündet sich das auch nicht. Großartig. Ah, wie schön das auch nicht ist. Das hätte so schön sein können. Ach nee, ich brauche erst die Dinger. Warte mal. Warte mal, meine Rüstung ist kaputt, ne? Deshalb blinkt die da unten. Zeig mal her, was haben wir denn? Ich leider nicht anders sehen, inwiefern etwas kaputt ist. Ich warte mal ab. Bisher brauchte ich die jetzt auch nicht so unbedingt, also was so Kampf angeht, aber will natürlich auch nicht ohne dastehen. Sehr schön. Wird richtig schön gemütlich, Leute. Ich will hier gar nicht mehr weg aus dem Dschungel. So gemütlich wird das. Wenn die Leute sagen, wo ist er bloß hin? Wir haben ihn verloren. Und dann sage ich, ja, lasst mich hier. Hier ist es schöner. Hier sind keine neugierigen Nachbarn und nichts. Leben nehmen. Zack. So, wie viel Asche haben wir denn noch? Nichts weiter. Das wird jetzt dafür reichen.
Apfelschnecke roh. Wissen wir denn, was sie kann? 4 Proteine. Mit der kann man bestimmt irgendwas basteln. So, den ganzen Tag hier auf dem Bau macht natürlich müde. Wir verlieren allmählich Energie. Wobei, das tun wir schon die ganze Zeit. Aber vielleicht kriegen wir die Wand wenigstens noch hin und dann das Bett. Wobei ich persönlich sagen muss, das hier finde ich ein bisschen gemütlicher als einfach nur so ein Blätterbett. Aber gut, also wir wollen ja irgendwann auch mal Gäste haben und so. Das muss ja auch ordentlich aussehen hier. Wenn Vox mit dem perfekten Dinner dann um die Ecke kommt, dann muss das schon gut sein. Können wir da nicht ankommen zum creepy Zelt hier? Da schlafe ich. Ja. Nein, ich habe die Essstäbchen noch nicht benutzt. Wirklich nicht. So. Ah, schön, auch wie der Regensound sich hier drin ändert. Gefällt mir gut. Wir speichern, oder? Tag 14 ist es übrigens schon. Das ging tatsächlich recht schnell. Dafür haben wir denn hier noch einen ganzen Tag, die ebenfalls, und diese Nüsse wird schwierig. Okay, so, kommen wir zum Bett. Das wäre dann wohl hier. Müssen wir eben schauen, wie viel wir von den Bananenblätterdingern haben. Wobei, die können wir hier... Machen wir es aus Bananenblättern, oder? Oh, da muss man echt aufpassen, ne? Die kicken einen nach oben. So, schaut mal hier, Leute, da schlafen wir. Da schlaf. Stopp. Der Sound. Da schlafen wir. Drehen. So, noch 4 davon. Und dann ist das Schlafzimmer fertig. 1, 2, 3, 4. Super. Na, wenn das nichts ist, ich darf nur nicht halt nachts aufstehen und dann runterfallen, aber sonst alles easy. Gar kein Problem. Wir werden eh allmählich müde. Ja. Komm, geh kaputt. Sehr gut. Finde ich auch toll, dass man die Materialien zurückbekommt. Und es regnete bisher die ganze Zeit übrigens. Ach toll. So. Zeig mal her. Ach nee, er ist noch zu müde jetzt. Ah, das geht nicht. Wie spät haben wir es denn? Gefällt mir nicht. Komm, schlaf mal. Halten an, schlafen. Jetzt müssen wir es durchziehen, das bringt mir nichts. Halbe Energie und so, jetzt ist es halt nachts. Aber finde ich schon mal gut. Was ich tatsächlich nicht weiß, ist, wenn ich jetzt angegriffen werden sollte von diesem Stamm,
können die mein Zeug zerstören, meine Base quasi? Kommen die hier hoch oder bin ich hier oben so sicher und kann die von hier oben bekämpfen? Weil, ich meine, dann ist alles easy. Was wollen wir denn? Oh. Nichts mit Zustand. Alles gut. Es regnet immer noch. So. Okay, sehr schön. Hütte. Plattform. Sehr schön. Wird denen ja auch was geben, wenn die da bleiben würden, aber ich meine, die hauen ja selbst immer wieder ab. Die sind ja sehr schreckhaft. Sehr gut. Mal Feuerbrett. Hallo. Da kommt wirklich nur eins raus, ne? Ja. Firebread. Der wird's. Kein Platz. Kein Platz. Mhm, das Ding holen wir noch. Dann bin ich gespannt, was ich damit anstellen kann. Keine Ahnung. Also, ich glaube, das ist der Töpfertisch. Inwiefern mir das hilft? Vielleicht eine große Schüssel, um größere... Es hat ausgelöst. Die Falle hat ausgelöst. Was war das? Gut, wenn diese Viecher da jetzt einfach so reinlaufen und das dann auslöst, dann ist das natürlich denkbar schlecht. Weil das heißt für mich einfach nur, dass es ein großer Pfeil verbraucht, denn wenn einmal am Tag einer von denen reinläuft,
keine Ahnung, kann aber natürlich sein, dass jetzt irgendwie ein Mensch hier war, der das ausgelöst hat und dann abgehauen ist. Kann ich nicht sagen. Ich habe es nur gehört und habe blitzschnell reagiert, Leute. Mein Töpfertisch, der kann warten. Aber keine Ahnung. Was? So, weg mit euch, ihr nervt mich ein bisschen. Haben wir hier nicht gerade noch einen langen Stock? Ja, hier. Wie, das soll ein langer Stock sein? Okay. Ach nee, der halbiert die schon. Alles klar. Bambus-Scheit habe ich leider nicht. Aber können wir ja durchaus besorgen. Ist nicht weiter schlimm. Was sagt die Uhrzeit? Okay, wir holen uns erstmal diese Früchte hier drüben. Ihr Früchtchen. Und die ziehen wir uns jetzt erstmal rein. Ah, so ist doch schon besser. Red Bull. Wir schauen uns mal eben die Falle an. Ja, ist durch. Ja, gut. Einfach nur hier durchlaufen und dann schießt das, ne? Aber wenn das eben nicht die Menschenhöhe hat, dann trifft das auch nichts. Schade, schade. Okay, aber so weit, so gut. So, nee, warte mal, ich gehe hoch. Das ist mir hier nichts. Jetzt haben wir es hier oben schon so schön sicher, jetzt machen wir es auch. So, zeig mal her, was haben wir denn hier? Wir haben den Lehmmischer, den haben wir bereits. Töpfertisch, dafür brauchen wir einen Bambusscheit. Und das hier oben, keine Ahnung, was. Wahrscheinlich einfach nur Holz. Kokosnussschale. Langer Stock. 10-mal Stock wird das sein, da oben drauf. Das könnte das nächste Ziel sein. Eine Lehmkohleofen, Lehmschmiede. Auch sehr cool. Bin ich sehr gespannt. Wir haben noch kleine Setzkästen. Okay. Hier ist der Schlitten. Mich würde schon interessieren, wie der funktioniert. Der Aufzug. Kann drin sowie auf einem Balkon oder Rahmen gebaut werden. Auf einem Rahmen. Okay, aber dadurch, dass das ja runterführen muss, heißt das, ich habe logischerweise ein Loch im Boden oder kann ich einen Rahmen außen ansetzen? Wisst ihr, wie ich meine? Dass da kein Boden ist, sondern dass einfach, dass ich hier quasi eins, zwei vom Rahmen und dann da drüben die anderen, ne? Könnte durchaus möglich sein, weil der muss ja weiter oben liegen. Oder zwei Rahmen übereinander, könnte auch gehen. Leute, wir bauen den Schlitten. Quatschen wir nicht lang drum herum. Wir bauen jetzt den Schlitten. Alles lang, alles lang. Sehr gut. Jetzt. Huh. Nee, auch nicht. Na, was haben wir? Oh. Das war's. Der ist gut.
Eins, zwei. Gib mal was, der ist es. Da oben ist er. Oh oh. Ist der vielleicht einfach noch gar nicht weggegangen? Kann das sein? Dass das Spiel erwartet, dass ich da irgendwas trigger? Ich glaube, der steht da oben, ne? Ich hätte mir ganz gerne den Baum geholt, aber... Ja, da ist er. Da, ne? Da hockt er. Ich will nicht, dass der sich bei mir abschaut, wie man hier richtig baut. Bin sicher, der weiß das nicht. Da sitzt er. Es könnten sogar zwei sein. Jetzt, wo ich das so sehe, da könnte auch noch ein Kopf sein. Aber der Typ sitzt da, glaube ich. Also ich glaube, der ist recht entspannt. Und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, finde ich es umso gruseliger, die Vorstellung, dass der die ganze Zeit da war. Und ich einfach dachte, der ist weitergezogen, weil ich ihn nicht gesehen habe. Gut, wir machen mal ganz unauffällig weiter. Und wenn er angreift, greift er halt an. Kann ich eh nichts dran ändern. Nicht darauf! Nee, es geht nicht kaputt, okay. Stock! Ein bisschen Sorge, man könnte natürlich einfach hingehen und den Kampf beginnen quasi. Aber wie gesagt, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, wie bei Sons of the Forest, wenn du dann was triggerst, dass die einen regelmäßig angreifen, dann finde ich es schwierig. Weil dann wird es tatsächlich so ein bisschen, dieses verteidige deine Base und so, bin ich nicht so der größte Freund von. Seile. Meint ihr, der war da die ganze Zeit? Hat mich beobachtet? Schon sein, je mehr ich drüber nachdenke, könnte schon sein. Okay. Okay. So, und da können wir dann ein bisschen Bambus raufhauen und so. Das machen wir natürlich ein bisschen vorbereitet. Ja, also tatsächlich, jetzt mal ohne Gag, wenn man das hier alles so wegmachen könnte, dass man hier wirklich so eine Fläche hat. Oder einfach irgendwie einen Lehmboden oder so bescheuert das ist, aber irgendwas dahin, dass das hier so ein bisschen übersichtlicher ist. Das wäre ganz cool eigentlich. Aber gut, so ist es jetzt. Können uns hier nicht alles aussuchen. Okay, sammeln mal ein bisschen was. Soweit ganz gut aus. Aber er sitzt da noch.
irgendwann muss ich da vielleicht lang, ne? Und dann steht er da und sagt, da bist du ja. Ich habe dich erwartet. Ich bin hier fürs perfekte Dinner. Nein, das findet hier nicht statt. Nein. Ja. Langer Stock hier. Jetzt ist das Ding im Weg. Platz schaffen. Nee, das ist alles nicht ideal hier. Muss ein bisschen weiter bauen. Ich glaube aber, der hat das nicht ausgelöst, die Falle, ne? Mal eben. Also, vielleicht lässt er mich hier ja noch in Ruhe. Vielleicht lässt er mich auch komplett in Ruhe. Kann mir aber vorstellen, dass der nicht unbedingt so super begeistert ist. Dass er irgend so ein Typ jetzt ist, der hier sein Wald niedermäht, damit er sich so eine übertrieben große Hütte baut. Einfach mal, um so zu probieren. So, Leute. Weil hier liegt so viel Krempel rum. Ach komm, hau ab. Sehr gut. Eins, zwei. Was ist das denn hier? Gut, aber der war bisher immer da oben, ne? Das heißt, möglicherweise ist in diese Richtung auch das erste Camp von denen. Was ich bei denen kriegen kann, weiß ich nicht. Vielleicht haben die gutes Zeug. Vielleicht haben die gute Rüstung. Das ist übrigens mein schnarchender Hund, falls ihr euch fragt. Was ist das für ein zusätzliches, gefährliches Geräusch da im Hintergrund? Was willst du machen? Ja, aber das Bausystem gefällt mir echt ganz gut. Das ist leicht genug. Das ist, das macht irgendwie Spaß, auch so mit dem Lehm und so. Und ich habe hier tatsächlich den Eindruck, anders als bei anderen Spielen, dass ich das baue, um mich zu schützen. Und nicht einfach nur baue, um zu bauen. Sondern ich habe wirklich den Eindruck, ja, da bin ich nicht im Regen, da kann ich schlafen und alles. Das fühlt sich hier wesentlich mehr danach an, dass das Sinn macht. Und nicht einfach nur irgendwie so, ja, ja, Survival, hier, bau mal eine Hütte. Aber schlafen kannst du überall, das hat keine Auswirkungen, wenn du draußen bist im Regen oder was. Und hier ist halt alles irgendwie eine Gefahr. So, das hätten wir. Vorschlagen, wir machen noch ein paar Lehmziegelsteine. Solange es noch regnet, würde ich sagen. Ist leider das kleine bisschen zu weit weg, als dass ich ihn sicher immer ausmachen könnte. So ein kleines Fernglas wäre nett. Ich glaube, da oben ist er. Da hockt er und schaut mich an. Vielleicht lässt er mir erstmal Zeit, hier mich vorzubereiten. Und dann sagt er, okay, jetzt wird es ein fairer Kampf.
Und dann schlägt er mir den Kopf ab. Sehr schön. Ich denke fast, dass das Ding besser da unten aufgehoben ist oder irgendwo dazwischen. Weil ich merke gerade, ich muss sowieso sehr viel weiter bauen, weil es so viele Lagermöglichkeiten gibt. Da macht es eigentlich keinen Unterschied. Dass das hier hinten bei den Dingern steht, ist eigentlich völlig egal. Ah, das geht leider nicht. Ja, ich muss das hier wegräumen. Weil, also wenn es jetzt wirklich die ganze Zeit regnet, dann bringt mir das tatsächlich gar nichts. Kann ich das nicht einfach so greifen? Nee, nein, ich muss es kaputt hauen. So. Das können wir mal trinken. Das nehmen wir. Das machen wir auch gerade mal kaputt. Oh, da habe ich einiges verloren. Nein, hau ab. Ist das Ding jetzt weg? Lagerfeuer. Steinring. Ah, das wird nicht so easy klappen, ne? Könnt ihr ja schon mal platzieren. Ich denke aber fast... Habt ihr ihn gerade gesehen? Da oben ist er. Jetzt kann man ihn gut sehen. Ganz oben rechts im Bild. Unter der Frameszahl. Ah, es sind zwei übrigens. Ja. Ja, es ist der... Der getrickte Zoom. Eieiei. Zwei von denen habe ich also richtig gesehen. Links ist keiner sonst. Scheint aber alles okay zu sein. Okay. Mal große Steine noch. Nee, lass mal fallen. Schauen, haben wir hier noch große Steine dran gehabt? Ah ja, tatsächlich. Denn bogenmäßig bin ich auch noch nicht so richtig gut, ne? Der schwankt schon noch recht stark. Ich kann leider nicht sagen, wie die bewaffnet sind. Müssen wir mal gucken. Ich muss jetzt erstmal ein paar Steine besorgen, weil das muss ich fertig machen. Das Feuer und dann nochmal ein Lehmdach. Hier ist der Pfeil. Ah gut, doch keine Verschwendung. So, gucken wir mal. Haben wir ein paar Steine? Da unten. Nee, auch nicht. Ist das sauber hier? Nee, schade. Wie er den trägt. Okay, die großen Steine haben wir durch. Die beste Steinquelle ist übrigens das hier oben. Ey, die sind weg.
das ist noch viel schlimmer. Das ist so wie eine Spinne im Zimmer haben. Du gehst los, holst den Staubsauger, kommst wieder, sie ist nicht mehr da. Dann lieber wissen, dass da eine ist und wo sie ist. Aber jetzt? Chance vertan. Hätte ich sie mal direkt angegriffen. Ja, kannst dich gleich resten. Was braucht er denn? Carbs. Mist. Ja, das ist natürlich alles durch, aber wir können neu jagen. Ist nicht so schlimm. Deshalb muss ich das ja jetzt dringend erledigen. Das passt soweit. Also Steine. Dann wagen wir uns mal ein Stückchen da hoch. Wo seid ihr? Ja, die hockten hier oben, glaube ich. So wie es aussieht, habe ich denen ganz schön Angst gemacht. Völlig klar. Am Lehmmischer macht mir keiner was vor. Die sind weg, oder? Sieht natürlich auch beeindruckend aus, was ich hier geschaffen habe. Aus dem Nichts. Und dann sehen wir so, oho, nicht schlecht. Er hat keine Kosten gescheut. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. So, jetzt kommt noch der Rahmen rauf, dann ein Dach und dann ist der Käse gegessen hier. Holzscheit hatten wir hier unten noch. Hau ab, nix ist. Ja, da war ich schneller. Ah, ein bisschen Energie hat er noch. Könnte er schaffen. Aber damit müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen, weil das Fleisch ist leider durch. Weil das war zu lang im Regen, weil, also, es regnet zu lang, weshalb das Ding da auch nichts mehr gebracht hat. Dadurch muss ich jetzt natürlich irgendwie schauen, dass ich das dann irgendwo neu aufstelle, jagen gehe und so weiter. Und das können wir ja gerne im Untergeschoss machen, das muss ja nicht unbedingt oben passieren. Aber ein Feuer ist vielleicht auch nicht ganz verkehrt, ne? Sehr schön. Fall um. Danke. Das will ich nur eben abschließen hier. So, oberer Teil kommt gleich. Und jetzt hauen wir uns das Trockengestell hier. Das hauen wir uns hier rein. Zack. Langer Stock, langer Stock. Ein paar fehlen noch. Einer fehlt noch. Hier. Dankeschön. Oh nein, jetzt kommt der da hinten nicht ran. Wirklich so? Doch, oh Gott. Kleiner Stock, kleiner Stock.
noch einen Haken. Können wir herstellen? Knochennadel? Was waren das? Sind das drei? Ich glaube, das sind drei. Oh, das schafft er gerade so. Eins. Zwei. Drei. Sehr gut. Wo bist denn du? Ich höre dich hier sehr nah gerade. Tut mir echt leid. Für den Anfang nicht verkehrt. Wir waschen uns, dann hauen wir uns hin. Sehr schön. Leute, wir haben ein ordentliches Stück geschafft. Macht richtig Spaß, das Bauen, finde ich. Auch das so Zusammensammeln der Ressourcen und so, das ist was Tolles. Also beim nächsten Mal bauen wir das hier erstmal eben fertig. Dann haben wir hier die Feuerstelle. Speichern können wir hier. Zack. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und dann bauen wir noch ein bisschen weiter, schauen, dass wir Bambus besorgen und dann gucken wir, was sonst so passiert und ob meine Nachbarn hier ein bisschen näher kommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.